Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von RimWorld. Wie mir der Arsch auf Grundeis geht, ja? Ja, okay. Ja, ihr wisst, was in den letzten Folgen so alles passiert ist. Hoffe ich zumindest. Ganz viele komische Dinge passieren gerade. Hier ist noch jede Menge Holz zum Einsammeln. Ja, wird eingesammelt. Wie soll ich denn das schaffen, wenn ich irgendwann nur vegetarisch leben will? Also das könnte wirklich eine Challenge sein. Weil Fleisch hier schon sehr einfach hin und töten. Aber was mache ich, wenn ich ein Haustier habe, einen toten Esel? Dann könnte jemand die Tiere mal dahin bringen. Was soll das? Luna ist jetzt an erster Stelle oben. Lol. Aber die kümmert sich halt nur um das Kochen und Bauen. Naja, brauchst du nicht Kunst. Könnte sie machen, wenn sie Zeit hat. Ja. Kin. Kann ich Kin umbenennen? Habe ich doch mal gemacht. So, jetzt ist der Kleine. Gut, der Kleine ist jetzt da. Wo ist er denn hier? Nein, brauchst du nicht machen. Brauchst du nicht machen. Kochen auf gar keinen Fall. Kinderpflege auch nicht. Und den Rest machst du einfach so, wie du Lust hast. Jagen kann ich dem. Er ist jetzt ja einer von uns. Ihm kann ich jetzt eine Knarre geben. Aber nur eine Pistole. Okay. Kannst du? Ja, kannst du den Turban hier tragen? Fernsehen, okay. Bitte noch eins. Und Lukas, sobald er aufsteht. Luke haben wir verloren. Dass ich mich halt frage, wieso die nichts anziehen hier. Was ist jetzt los? Tote Henne. Ja, bitte raumt die mal da rein wieder. Einmal Frankie macht das jetzt mit den Tieren. Das geht ja gar nicht. Ich komme damit nicht klar. Tierpflege. Eins. Ja, jetzt macht er das gut.
Gut, 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 gut. Kann der Kleine auch mal was machen? Hm. Sind noch nicht alle Esel tot, zum Glück. Da ist noch ein Hahn, oder? Da ist noch ein Hahn, oder? Jo, das heißt, befruchtete Eier kommen noch. Ja, es wird grün. Ja! Ja! Fortschritt! Ah? Ich dachte, der Kleine geht jagen. Okay. Wie weit die kleinen Hühnchen da laufen. So. Ich glaube, das war's auch. Abreißen. Abreißen. Irgendjemand könnte auch mal schlachten wieder. Da hätte ich auch nichts dagegen. Und bevor Lukas schlafen geht, bitte hier nochmal so eine Baklava oder was das ist, machen. Hm. Jetzt schlafen mal alle. Hm. Kann der Kleine das gleich anziehen? Ich habe extra für Luke die Klamotten noch gemacht. Jetzt. Ja. Wo hast du das hingepackt, Lukas? Da. So. Ja. Sieht doch schon besser aus, Kleiner. Und weil gerade so viel Nahrungsmangel herrscht, viel Spaß. Obwohl, ihr bräuchtet nur unsere alten Tiere schlachten. Der Kleine ist sehr nachtaktiv. Hat da was hingekritzelt? Wo's? Habe ich ihn nicht behandelt? Doch. Ich habe ihn doch behandelt, oder? Ach Mist. Ist das unsere Kuh? Das ist unsere Kuh. Okay, da wurde doch noch nicht alles reingeliefert. Okay. Komm schon rein da, ja. Araki geht auf die Jagd. Ja, der Waschbär muss es eigentlich nicht sein. Wer bist du denn? Lukas hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher.
Ja, gut. Schön. Ah, ist er das? Ah, er ist ja Gefangener, stimmt. Wird er schon überredet? Ich glaube schon, ich habe das ja gemacht. Rekrutiert, ja. Intelligenz Araki wäre jetzt, aber die schläft gerade. Okay. Eigentlich ist das hier das Gefängnis. Gefängnis für Bewohner. Kann das jemand regeln? Weil wenn er ausbricht, gleich füttern. Ja. Okay. Ja, jetzt wieder ein bisschen ruhiger, entspannter. Normal hätte ich Frankie gerne als Mitglied. Aber der Flammenwerfer-Typ ist halt spannender. Und Frankie ist ja Sklave, also der kann ja Ärger machen hin und wieder. So. Wieso packen die das Essen dahin? Und wieso wird momentan kein Leder produziert? Da liegen so viele Fleischvorräte. Lukas legt sich wieder hin. Nächstes Hühnchen wird gefüttert mit unseren Vorräten. Da kommen Kartoffeln, werden gekocht. Ja, da wächst ja auch das ganze Zeug wieder. Da wird gegessen. Raki. Muss hier essen. Muss hier. Gespräch, ja, komm. Na? Ja, es war gut. Wir sind schon bei 11. Das sollte Araki eigentlich machen, oder? Und ich frage mich, wie ich die Fähigkeit dann von ihm einsetze, das Feuerspeien. Das ist ja ultra gefährlich eigentlich. Jetzt schon wieder Besucher zum Ort. Oh. Besucher? Da steht ein Bär. Araki. Handeln. Jo, gut. Ich kaufe das und das. Und sonst willst du nichts? Akzeptieren? Gut. Dann hat sich das ja auch erledigt. So, jetzt sind aber alle hier, oder? Alle Tiere. Okay, ja. Abreißen. Abreißen.
Araki wird... Okay. Ja, die Vorräte gehen zur Neige. Aber die haben leicht bis zum Winter Also der Winter war super. Ah, Frankie macht mal sauber. Schön. Und geht schlafen. Was? Frankie und Spinne sind ein Liebespaar. Wie funktioniert das? Er ist ein Sklave. Da ist noch ein freies Bett. Mich stört's nicht. Siebten Araken. Zum Ort, ja. Starte Tanzparty, ja, komm. Starten. Ja, 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 ba, 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 ba. Habe ich irgendeinen Song? Nein. Ich habe keinen Song vorbereitet. Nee. Ich habe leider keinen Song vorbereitet. Nein, tut mir leid. Ja. Ein unfreiwilliger ist eingetroffen und möchte sie der Kolonie anschließen. Was? Ablehnen, akzeptieren. Hier kommt einfach jemand vorbei und will Freundschaft. Wieso kann das nicht öfter passieren? Der will einfach beitreten. Was kannst du? Nahkampf. Gut, Fernkampf ist gerade nicht so. Handwerk. Uiuiui. Tiere, ja. Pflanzen. Okay, das. Der wird auch Gärtner bei uns. Feldarbeit 1. Dann kann Lukas da 2 haben von mir aus. Er kümmert sich um die Felder. Und den Rest, ja. Nahkampf ist halt blöd. Ich bräuchte für den eine Rüstung. Ah ja, und Tierpflege könnte ich ihn. Auch wenn er darin nicht gut ist. Hier. Tierpflege. Okay. Weil die Feldarbeit ist wichtig. Was jetzt wieder auf? Zum Ort. Jetzt habe ich nicht gelesen, was passiert ist. Neue Liebschaft. Frankie und Spinne. Zum Ort. Ja. Ja, was? Es wird gejagt, oder? Okay. Ja, könnt ihr die mal verarbeiten? Zehn. Er braucht auch nicht mehr lange. Okay. Das heißt, ich brauche Zimmer. Gut.
So. Böden. Ja, komm. Irgendwas Steiniges. Was habe ich denn? Granit. So. Gut, dann okay. Das wird aber noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis das alles verbunden ist und so. Okay. Da jagen. Da wird schön gearbeitet. Dass sie alle mithelfen für die neuen Wohnungen. So, eine Wohnung fertig. Dann für den nächsten, für den Sklaven dann, für den Sklaven für ihn dann. Und hier mache ich dann auch eine einzelne Wohnung und irgendwo so ein Gefängnis. Ich sollte irgendwo bald mal ein Gefängnis bauen, was nicht direkt hier ist. Das wäre vielleicht klug, dass es nicht immer in der Hütte Chaos. Perfekt. Jo, Leute, es läuft ja. Wimbledon gibt und nimmt. ja. Ah, die letzten Folgen jetzt waren die Hölle. Ich hoffe, das wird jetzt. Für Stromkabel brauche ich ja nur Eisen. Abreißen, abreißen, so, ja, ich warte, bis das abgerissen wird. Kann ich, das sind die Stats. Er wäre auch eher im Nahkampf, aber seine Fähigkeit interessiert mich halt. Mal, das ist jetzt ein normales Zimmer. Dann wird das jetzt das Krankenzimmer. Für normale Bewohner. Hier ein Abstand. Das ist nett, dass er kochen anfängt. Weil Feldarbeit ist ja gerade nichts. Das passt ja alles. Das Feld sollte ich Pflanzen, Zone verkleinern, Zone erweitern. Ich glaube, das. Das wäre ganz okay. Weil wir brauchen auch unfassbar viel Medizin für so viele Bewohner.
mal, hier könnte ich auch mal was ist das? Ich weiß gar nicht. Kann ich das? Kann ich wahrscheinlich gar nicht sehen. Das war hier. Das wird abgebaut noch für Eisen. Und hier Türen. Granittüren oder sowas. Eine Gruppe Ödlinge der Fraktion Xonix besuchen ist in der Nähe getroffen zum Ort. Oh Gott, Maschinenpistolen. Okay, die sind nicht weit weg. Okay. Der hat schon eine Knarre. Okay. Junge, du kannst jetzt auch eine schnappen. Haben sonst alle? Wieso hat der Kleine keine? Dem habe ich doch die Pistole gegeben, oder? Sagen wir jetzt nicht, dass er die verloren hat. Kann ich die gar nicht geben? Okay. Nein. So, gut. Ach. Wieder spannend hier. So. Der lebt ja nicht, oder? Gut, wieder alles gut hier. Der andere ist hier gestorben, oder? Ja. Entkleiden. Dann hier eine Maschinenpistole. Ambrosia, die haben Drogen mit. Okay. Ja, bitte, das Stromzeug zu reparieren wäre toll. Und das Bett auch gerade. Danke. Kotzen und heilen. Luna, was ist mit dir los? Luna ist schwanger, oder? Wo sehe ich das nochmal? Normal. Irgendwo konnte ich das doch sehen, dass Luna schwanger ist. Körper. Anna, Lebensmittelvergiftung. Okay. Ich dachte, wegen dem Kotzen habe ich das. Oh, der Dicke ist verletzt. Äh.
wo ist er? Hä? Ach, hier. Junge, wie geht's dir überhaupt? Du blutest. Leg dich sofort hin. Und Luna, du hilfst ihn gleich. Ist noch schnell? Ja, ich schau gleich. Ja, wie lang? Gut. Priorisiert Behandlung. Okay. Gut, gut, gut. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Für Sklaven und ja, nur für Sklaven. Er hat jetzt kein Bett. Was ist das? Töten. Was ist das? Töten. Okay, dann ist hier die Stromverbindung auch da. Und ich glaube, ich brauche bald könnt ihr mal Nahrung produzieren? Ich frage für einen Freund. Ich brauche Fleisch. Die sind noch nicht gejagt, die auch noch nicht. Die lasse ich besser. Da oben wäre schon ein totes Meerschweinchen. Und eine gefährliche Katze. Ach. Kinn. Das war das, was ich nachschauen wollte. Alter, Kinder haben es bei mir wirklich nicht leicht. Das ist aber auch keine Welt für Kinder, also. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, hier Holzwand, fertig. Das schon fertig? Mache ich da wieder. Und herstellen Granit. Könnt ihr auch Bar herstellen. Hier verrottet das Fleisch halt einfach. Wie immer. Wieso wird das Essen hier draufgepackt? Ah, keine Lebensmittel. Hier, da, gut. Keine Nahrung. Was ist jetzt schon wieder Luna? Luna frisst... Jetzt, wo unsere Vorräte so knapp sind, ist es natürlich gut. Und jetzt, Lukas, ups, ich habe kurz rausgetappt. Aufnahme läuft. Und wie ich sehe, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao, hab euch lieb.